Wir sind heute in Dieblich, meine Frau und ich. Dieblich ist der Ort unserer Vorfahren. Seit dem Mittelalter haben hier die Dotz gewohnt und waren Halfer. Vieles in dem Ort erinnert noch an diesen Berufszweig hier, das ist die Halfer Schenke. Das ist die Halfer Straße. Die Halferstraße ist eine Straße in Dieblich bei Koblenz, die hier von der Mitte des Ortes runterführt bis zur Mosel. Hinter diesem weißen Haus fließt die Mosel entlang. Dort ist auch der Leinpfad, wo die Halfer die Schiffe, die gegen die Strömung die Mosel hochgezogen haben. Und unsere Vorfahren, laut Stammbaum, waren Halfer, kamen aus Dieblich. Und hier erinnert ganz vieles noch an diesen Berufszweig. Nicht nur die Straße und die Halfer Schenke, sondern hier heißen viele Dinge, sind mit dem Namen Halfer verbunden. Das ist der Gemeindeplan von Dieblich. Auch hier erinnert vieles an den damaligen Berufszweig. Zum Beispiel hier ist angeschlagen die Halferschenke. Die Halferstraße habe ich schon gezeigt, aber jetzt muss ich mal langsam sagen, was die Halfer genau gemacht haben. Die Halfer haben über Jahrhunderte mit ihren Pferden gegen ein Entgelt Lastschiffe mit Männchen, Steinen, Felsen und Erzen die Mosel hochgezogen, um sie zu ihren Produktionsstätten zu bringen. Hier an der Hauptstraße in Dieblich gibt es ein Bild, was sehr schön erklärt, was die Halfer damals gemacht haben. Also meine Vorfahren, die hier in Dieblich über Jahrhunderte gewohnt haben und diesen Berufszweig ausgeübt haben. Sie haben mit Pferden, hier sind nur zwei drauf, je nachdem wie groß die Lastkähne waren und was sie transportiert haben auf der Mosel. Die haben die Mosel, Lastkähne, die Schiffe, die Mosel hochgezogen und haben dafür natürlich ein Entgelt bekommen und es ging über Jahrhunderte meinen Vorfahren mit diesem Berufszweig sehr gut. Aber das nahm dann ein Ende, als die Moderne Einzug gehalten hat ins Moseltal. Es kam dann nachher die Bahn, die hat natürlich diesen Berufszweig überflüssig gemacht, was den meinen Vorfahren gar nicht gut gepasst hat. Und es gab da auch Auseinandersetzungen, die in meiner Ahnentafel auch beschrieben sind. Sie haben gedacht, sie können mit Kampf und mit dem Hintertreiben dieser neuen Bahnstrecke diesen Berufszweig weiter erhalten. Aber hier sieht man schon mal ganz schön, dass die Mosel, das könnte einer unserer Vorfahren sein, mit Pferden, die mit dem Segen Gottes die Schiffe, die Mosel hochgezogen haben. Und im Hintergrund ist die Burg Kobern-Gondorf aus dem Moseltal, die man von hier aus auch sehen kann. Und ich möchte gleich noch zeigen, wo unsere Recherchen überwiegend her sind und wo heute noch unsere Vorfahren schriftlich festgehalten sind. Hier am Heldendenkmal vor der katholischen Kirche sind ganz viele gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs aufgezeigt und da sind ganz, ganz viele Dotz dabei. Zum Beispiel da unten Dott Franz, wie mein Vater. Dott Wilhelm weiter oben, auf dieser Seite Dott Heinrich.
Also hier begegnen wir unserem Namen Dodd, der eigentlich sonst in Deutschland selten ist, sehr, sehr häufig. Also dieser Ort unserer Vorfahren, die waren irgendwie natürlich seitlich oder mit uns verwandt. Aber die Dodds, die heute noch hier wohnen, wir haben jetzt schon hier Leute aufgesucht, die dort heißen, die wissen natürlich nicht, wer wir sind, weil die verästeln sich ja so, dass da hinterher dann keiner mehr so richtig weiß, wo er zugehört. Und unser Stammbaum, der ist eigentlich recherchiert und belegt durch Bücher, die wir hier, was ich jetzt gleich zeigen werde, gefunden haben. Das ist das katholische Pfarramt von Dieblich an der Mosel. Und das war ein ehemaliger Adelssitz, was 1479 erwähnt ist, also ein bisschen noch vor dem Beginn unseres Stammbaums, der Dodds aus Dieblich. Und hier haben wir in dieser katholischen Pfarrgemeinde und in diesem katholischen Pfarramt hauptsächlich in alten Kirchenbüchern recherchiert, wer unsere Vorfahren waren, die jetzt aufgelistet sind, und wer hier im Halferberuf tätig war. Das ging über Jahrhunderte, haben die Dodds eine führende Stellung bei den Halfern gehabt, die hier die Lastschiffe, die Mosel hochgezogen haben. Das ist das Ortszentrum von Dieblich. Hier nochmal mit dem Bild der Halfer, unserer Vorfahren. Dodd, die riesengroße katholische Kirche, die eigentlich 10-mal größer ist, als man sie eigentlich für diesen Ort, der nicht so besonders groß ist, benötigen würde. Der Innenraum ist vergleichbar etwas größer als die Kathedrale in Magdeburg. Und ich schwenke mal hier rum. Das ist das Rathaus. Also das ist das Zentrum, wo wir unsere Recherchen durchgeführt haben für unsere Vorfahren. Von hier aus geht es nach Mariaroth und nach Rhens am Rhein. Hier muss man nur über den Berg und hinten wieder runter, ist man am Rhein, weil ja hier Mosel und Rhein zusammenfließen in der Nähe. Und jetzt werden wir den Ort unserer Vorfahren weiter erkunden. Hier mal ein Blick in eine Straße des Zentrums, wo die Häuser noch so sind, wie sie vor vielen, vielen Jahren gebaut wurden. Sind natürlich renoviert, es ist alles sehr schön hier, sehr sauber. Es gibt hier keine Dreckecken. Ich zeige mal die Straßen, da findet man nichts, noch nicht mal eine Zigarettenkippe. So sauber ist das in Dieblich und sehr schön. Und am Ortsrand, denn die Weinberge, die sich bis auf die Höhen links und rechts von der Mosel erstrecken. Das ist eine Gaststätte in Dieblich mit einem Mühlrad, was von Wasser angetrieben wird. Und wie wir sehen, drumherum Weintrauben, die gerade in der Reife sind. Jetzt hat ja die Weinlese begonnen und wir werden jetzt uns weiter den Ort ansehen. Überall in Dieblich kommt man auf die Spuren der Halfer. Hier auch ein Halferschiff im Blumenladen mit Blumen drin. Es ist sehr schön, in der Heimat mal wieder mit seinen Urahnen und Vorfahren in Berührung zu kommen. Egal auf welche Art und Weise, aber wie gesagt, hier hat die Familie Dodd in Dieblich an der Mosel sehr tiefe Spuren hinterlassen. Das ist der Kaiser Wilhelm,
der auf dem deutschen Eck thront, hier wo Mosel und Rhein zusammenfließen. Darüber der Ehrenbreitstein mit seiner Seilbahn, die ganz freischwingend über den Rhein geht. Und das ist unweit von Dieblich. Dieblich, der Ort unserer Vorfahren, unserer Ahnen, und Koblenz, wo wir zuletzt gewohnt haben, bevor wir in den Harz gezogen sind. Die Mosel am Strand von Dieblich, dem ehemaligen Hauptsitz der Halfer an der unteren Mosel. Die haben hier auf Leinfaden, da drüben ist einer, die Schiffe die Mosel hochgezogen, haben dafür Entgelt bekommen. Im Video ist auch zu sehen, dass viele Dieblicher Bürger, die hier alt eingesessen sind, sehr stolz sind auf diesen ehemaligen Berufszweig der Halfer, die mit Pferden hier gearbeitet haben an der Mosel. Sie zeigen im Straßennamen auf ihren Häusern Bilder von der damaligen Zeit, wo ganz idyllisch die Pferde hier die Schiffe, die Mosel hochgezogen haben, als es noch keine Motorschiffe gab. Der Halferberuf starb dann aus, als die Motorschifffahrt begann und als die Bahn hier im Moseltal diesen Beruf unmöglich gemacht hat. Denn so kostengünstig, wie das die Motorschiffe und die Bahn gemacht hat, konnten das die Halfer nicht tun, die ja erheblichen Aufwand hatten, ihre Pferde zu halten. Und jetzt sehen wir hier, was jetzt dort, wo früher die Halfer die Schiffe hochgezogen haben, dass jetzt hier riesengroße Motorschiffe fahren. Die Mosel ist schiffbar, wenn sie auch nicht sehr breit ist. Diese Schiffe fahren bis nach Luxemburg und es ist sehr schön hier. Die kommen aus dem Rhein und fahren dann hier hoch. Das sind Flusskreuzfahrtschiffe, die hier mit einer Riesenlänge die Mosel rauffahren. Am Rande des Moseltals sehen wir hier, wird immer noch oder wird wohl immer der Weinbau sehr wichtiger Berufszweig sein, denn hier ist es sehr warm im unteren Moseltal. Hier gibt es auch Tiere, die sonst nur im Rhonetal noch anzutreffen sind, zum Beispiel der Apollofalter, den gibt es hier, und zwar oben in diesen Felsen gibt es den Apollofalter. Also es ist eine sehr schöne Gegend. Auf den Spuren meiner Vorfahren in Dieblich an der Mosel zeige ich jetzt einmal ein Stück, was noch erhalten ist, wo die Pferde die Flussschiffe hochgezogen haben, als es noch keine Motorschifffahrt gab und als der Halferberuf in großer Blüte stand. Also hier sind die vorbei, hier ist das Moselufer relativ flach, hier ist auch ein kleiner Weg, wo die Pferde lang gehen konnten. Ich zoome das mal ran, soweit ich kann. Also hier sind die Pferde hochgegangen und hatten an Seilen die Schiffe dran, die hier die Mosel
raufgezogen worden sind mit Lasten, Personen und auch sonstigen Gütern. Wieder ein Bild in Dieblich an der Mosel, das daran erinnert, wie hier der Halferberuf ausgeführt wurde. Das Moseltal, zwei Pferde, ein Schiff dran. Wunderschön. Es ist hier auf das Haus aufgemalt, das direkt am Moselstrand liegt. Ich werde auch gleich noch ein Stück dieses Leinpfades zeigen, wo die Halfer, die Schiffe, die Mosel raufgezogen haben.